Hallo, ich will euch heute die Grundlagen zeigen, wie man in Revit modellieren kann. Es geht um die fünf Befehle: Extrusion, Verschmelzen, Rotieren, Sweep und Sweep-Verschmelzung. Diese können in ladbaren Familien verwendet werden und auch in Projektfamilien. Ich zeige euch die Schritte am Beispiel einer Projektfamilie, da diese vom Aufbau einfacher ist als die ladbaren Familien. Die Abläufe kann man aber genauso in den ladbaren Familien nutzen. Register Architektur, Bauteil, Projektfamilie. Zuerst muss eine Kategorie ausgewählt werden. In diesem Beispiel entscheide ich mich für Allgemeines Modell und vergebe einen passenden Namen. Beides kann man später auch noch ändern. Nun sind wir im Projektfamilieneditor und die fünf verschiedenen Modellierbefehle sind im Register Erstellen zu finden. Übrigens kann man am Register Erstellen erkennen, dass wir uns in einer Familie befinden. Bei Projektfamilien sehen wir in der Titelzeile den Projektnamen mit der Dateiendung RVT. Bei ladbaren Familien steht in der Titelzeile der Name der Familie, Dateiendung RFA. Beides ist übrigens auch in der Titelzeile des Projektbrowsers zu erkennen. Okay, kommen wir zurück zur Projektfamilie und zu den fünf Modellierbefehlen. Wir schauen uns jeden einzelnen Befehl an. Extrusion ist der erste. In der Eigenschaftenpalette sehen wir die Arbeitsebene der Extrusion und die beiden Werte Beginn und Ende der Extrusion. Die Arbeitsebene ist nicht verknüpft. Um die Arbeitsebene festzulegen, wähle ich diesen Befehl. Wir sehen, die verschiedenen Ebenen stehen zur Auswahl und ich nehme die Ebene 0. Nun steht das auch hier drin. Bei Extrusionsende wähle ich den Wert 0,9 Meter. Jetzt kommt die Skizzierfunktion. Ich nehme Linie und zeichne eine rechteckige Kontur für meine Extrusion. Dann setze ich hier einen Abrundungsbogen und stelle den Radius etwas kleiner ein. Ich habe neben dem Grundriss eine 3D-Ansicht angeordnet, damit wir das gleichzeitig räumlich betrachten können. Noch ein Bogen auf der anderen Seite mit dem gleichen Radius. Die Geometrie für die Extrusion soll etwa so aussehen. Ich kann also die Skizze mit dem grünen Haken beenden. Und dann sehen wir hier das Ergebnis. An den Griffen kann man die Größe des Körpers verändern. Das verändert übrigens auch die Skizze. Ich nehme das wieder zurück. Die Höhe der Extrusion kann ich in der 3D-Ansicht an dem oberen Griff verändern oder über den Parameter in der Eigenschaftenpalette. Ich öffne die Südansicht. Hier sehen wir, dass der Körper auf der Ebene 0 liegt. Wenn ich am unteren Griff ziehe, ändert sich der Parameter Extrusionsbeginn und umgekehrt. Der zweite Befehl heißt Verschmelzen. Ich bleibe im Grundriss und hier sehen wir, dass die Arbeitsebene immer noch auf Ebene 0 eingestellt ist. Diese beiden Werte, erstes und zweites Ende, bestimmen die Lage und die Höhe des Körpers. Ich beginne mit einem Rechteck für die Basisebene. Erster Punkt für das Rechteck, den zweiten klicke ich hier an. Direkt im Anschluss kann ich beide Maße verändern. Ich wähle das Rechteck mit der Kettenauswahl und verschiebe es noch ein bisschen nach oben. Jetzt will ich die Form weiter verändern mit einem Halbkreis hier unten. Linie löschen. Und einem Ellipsenbogen oben. Die Skizze für die Basisebene möchte ich nicht weiter verändern und gehe also auf Oben bearbeiten, um das zweite Profil zu skizzieren. Ich zeichne wieder ein Rechteck, diesmal etwas schmaler.
Die beiden kurzen Seiten nehme ich weg, weil ich wieder runde Enden hinzufügen möchte. Den Ellipsenbogen ziehe ich diesmal weiter raus. Einmal mit Escape abbrechen und an der unteren Seite einen Halbkreis zeichnen. Nun drehe ich dieses Profil ein wenig gegen den Uhrzeigersinn und verändere etwas die Position. Es kommt in diesem Beispiel nicht auf exakte Maße an. Mit dem grünen Haken beende ich den Skizziermodus für das obere Profil. Die Verschmelzung verbindet die beiden Profile zu einem Körper unter der Berücksichtigung der angegebenen Höhe. Schauen wir uns das in der Südansicht an. Um die Höhe zu beeinflussen, können wir die Parameter bei erstes und zweites Ende verändern. Oder an den Griffen ziehen. Als nächstes Beispiel rotieren. Den Befehl wähle ich aber noch nicht aus. Ich möchte diesmal nicht auf der Ebene 0 arbeiten, sondern in der Südansicht. Als Vorbereitung erstelle ich eine Referenzebene, um die Lage für die Skizze zu bestimmen. Die Referenzebene muss benannt werden, zum Beispiel einfach mit einem A. Nun wechsle ich in die Südansicht und rufe den Befehl Rotieren auf. Das Dialogfeld Arbeitsebene erscheint und ich kann in dem Listenfeld unter verschiedenen Ebenen wählen und entscheide mich für die gerade erstellte Referenzebene A. OK. Ein Blick in die Eigenschaftenpalette zeigt, dass die Referenzebene eingestellt ist. Kommen wir zur Skizze. Nehmen wir mal an, wir wollen einen kegelförmigen Körper modellieren. Ich zeichne die Begrenzungslinie von einer Hälfte des Rotationskörpers. Die Achsenlinie muss separat definiert werden. Wie immer kann man bei Bedarf die temporäre Bemaßung nutzen. Skizziermodus abschließen, grüner Haken. Wir sehen den Körper. Start oder Endwinkel lassen sich in der Eigenschaftenpalette oder per Griffziehen ändern. Der vierte Befehl heißt Sweep. Bei diesem Befehl beginnt man mit der Pfadskizze. Ich zeichne eine Kontur aus Linien und Bögen. Sie kann geschlossen sein, muss aber nicht. Nach dem letzten Punkt drücke ich einmal die Escape-Taste. Okay, das soll der Pfad sein. Dieses grüne Element ist die Profilposition. Sie kann auf dem Pfad in die gewünschte Position gezogen werden. Am besten geht das in der Draufsicht. Der grüne Haken ist jetzt nicht zu sehen. Ich wechsle ins Register Ändern Sweep und hier haben wir den zum Beenden des Bearbeitungsmodus. Und es geht weiter mit Profil bearbeiten. Nun zeichne ich eine geschlossene Kontur, zum Beispiel eine kleine L-Form. Bearbeitungsmodus der Skizze beenden. Und dann nochmal grüner Haken, Sweep bearbeiten, beenden. Das Profil wird am Pfad entlang gesweept. Schließlich noch die Sweep-Verschmelzung. Ich beginne wieder mit der Pfadskizze auf Ebene 0. Der Pfad kann aber nur aus einem Element bestehen, also ein Bogen oder eine Linie. Ich möchte in dem Beispiel den Pfad mit einem Spline zeichnen. Ich gehe in den Grundriss und klicke hier für den Startpunkt. Dann setze ich die weiteren Scheitelpunkte und nach diesem hier
breche ich mit Escape ab, wähle den Spline und verschiebe die Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Um einen Endpunkt zu verschieben, muss ich vor dem Klicken einmal mit der Tab-Taste wechseln. Ich passe kurz die 3D-Ansicht an. Hier sollen gleich die beiden Profile gezeichnet werden. Die Pfadskizze können wir mit dem grünen Haken beenden. Profil 1 wählen, Profil bearbeiten und an der hervorgehobenen Profilposition eine geschlossene Kontur skizzieren. Ich konstruiere wieder eine L-Form, diesmal nach außen gerichtet. Bearbeitungsmodus beenden. Bei dem zweiten Profil zeichne ich eine ähnliche Form mit anderen Proportionen. Bearbeitungsmodus beenden. Und nochmal auf den grünen Haken, um die Sweep-Verschmelzung zu beenden. Mit Umschalttaste und mittlerer Maustaste drehst du die Ansicht um das ausgewählte Objekt. Klick ins Leere, um die Auswahl aufzuheben, und dreh danach einfach weiter mit dem Orbit-Werkzeug. Okay, das waren die 5 Beispiele für die verschiedenen Modellierbefehle. Natürlich kann man mit diesen Befehlen unzählig viele andere Formen modellieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mehrere Körper miteinander zu verbinden und Abzugskörper zu modellieren für Aussparungen. Mit dem Befehl Modell fertigstellen verlassen wir die Projektfamilie und kehren wieder in die normale Projektumgebung zurück. Hier sehen wir auch wieder das Register Architektur. Wenn du in einem Projekt eine Projektfamilie auswählst, werden alle Teile als ein Element markiert. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind dann auf die Funktionen der Griffe beschränkt. An einigen Stellen gibt es gar keine Griffe. Mit Projektelement bearbeiten kommen wir wieder zurück in den Projektfamilieneditor und können alle Änderungsmöglichkeiten nutzen. Zum Beispiel kann ich den ersten Körper auswählen und die Extrusion bearbeiten. Ich füge Linien und einen Abrundungsbogen hinzu. Teile das Element und ändere dadurch die 2D-Form. Nach dem Verlassen des Bearbeitungsmodus wird die Änderung im Modell übernommen. Beim zweiten Körper der Verschmelzung stelle ich in der Eigenschaftenpalette das zweite Ende auf 1 Meter und öffne mit Basisbearbeiten die untere der beiden Skizzen. Hier füge ich eine Nut hinzu, wobei ich die üblichen Skizzier- und Trimmwerkzeuge verwende. Anschließend passe ich auch die Oberseite an. Mit dem grünen Haken wird die Änderung auf das Modell übertragen. Als nächstes kommt der Rotationskörper dran. Mit Rotation bearbeiten kommen wir direkt in den Skizziermodus. Zuerst verringere ich die Höhe ein bisschen, dann füge ich 2 Abrundungen hinzu . Außerdem vergrößere ich den Abstand der Drehachse. Bearbeitungsmodus beenden und fertig.
kommen wir zum Sweep Bearbeiten. Zunächst klicke ich auf Pfad skizzieren. Ich würde gerne die Pfadskizze an dieser Ecke abrunden mit Radius 15 cm. Wie wird diese Veränderung am Modell aussehen? Zweimal grüner Haken. Skizze und Sweep beenden. Jetzt kommt eine Fehlermeldung. Sweep kann nicht erstellt werden. Okay, dann breche ich erstmal ab. Das Problem ist folgendes. Die Breite von dem Profil beträgt 20 cm. Das ist aber zu breit für den 15er Radius. Man könnte sagen, das Profil kann nicht um diese Kurve gezogen werden. Eine Lösung wäre, wenn wir das Profil auf die andere Seite des Pfades bringen. Profil wählen und bearbeiten. Dann die roten Linien wählen und mit dem Befehl spiegeln, aber ohne die Option kopieren, zur anderen Seite spiegeln. Wir sehen, das würde gehen. Aber ich gehe nochmal zurück und zeige euch noch eine andere Lösung. Wir können den Radius in der Pfadskizze auch größer machen als 20 cm. Pfadskizzieren, Bogen anklicken und den Wert auf 22 cm einstellen, Skizze beenden, Sweep Bearbeitungsmodus beenden. Hier sieht man, dass bei 22 cm Außenradius das Profil mit seiner Breite von 20 cm auch auf der Innenseite um die Kurve kommt, mit einem Radius von 2 cm. Als letztes bearbeiten wir die Sweep-Verschmelzung. Auch hier können wir den Pfad verändern. Man kann die Punkte verschieben, aber auch Steuerelemente hinzufügen, also weitere Punkte in den Spline einbauen. Und nun will ich noch beide Profile verändern. Profil 1 wählen, Profil bearbeiten. Hier bietet sich die Südansicht an, um die Geometrie zu verändern. Modus beenden. Profil 2 bearbeite ich in der 3D-Ansicht. Profil 2 bearbeiten. Skizziermodus beenden. Bearbeitungsmodus beenden. Modell fertigstellen. Das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Viel Erfolg beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.